So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Platin. Heute bin ich wieder mit Spielen dran. Das heißt, das erste Mal in diesem LP und ich muss hier erstmal eine Kleinigkeit machen. Und zwar, ich suche mir mal einen schöneren Rahmen aus, weil braun ist jetzt wirklich nicht unbedingt meine Farbe. Was haben wir denn hier alles zur Auswahl? Gefällt mir jetzt alles nicht wirklich. Ich nehme hier einfach diesen hier. Mit Blau kann ich leben. So, wir müssen zum See der Wahrheit, glaube ich, war es. Ja, das ist das Wahrheitsufer und ich habe vergessen, Skype auszuschalten. Moment, das machen wir doch gleich mal schnell. So, haha, wir sind fast am See. Mach dich bereit, denn nun fangen wir das legendäre Pokémon. Vertrau mir einfach, wenn ich dir sage, es ist hier, dann ist es auch. Das geht, das steht sogar auf dem Schild da. Was geht hier vor? Na, wen haben wir denn da? Der Fluss der Zeit, der sich dehnende Raum. Eines Tages wird das alles mir gehören. Cyrus ist mein Name, merkt ihn euch. Bis dahin, ruht euch aus, legendäre Pokémon der wässrigen Tiefen. Lasst mich durch, trete zur Seite. Was haltet das denn? Was für ein komischer Kerl. Na gut, Lucius, schnappen wir uns dieses legendäre Pokémon. Wow, hast du das gehört, Lucius? Das war der Schrei des legendären Pokémon. Das muss es gewesen sein. Alles klar, hier ist der Plan. Wir fangen es ein. Warte mal, was? Wir haben überhaupt nicht dabei, wir können es gar nicht einfangen. Uns fehlen die Pokebälle. Du weißt schon, diese Dinger zum Einfangen. Ohne die können wir gar keine Pokémon einfangen, die oder mit uns herumtragen. Ob Professor Eibe uns welche gibt, wenn wir ihn ganz nicht fragen? Du weißt doch, was er gesagt hat. Wenn wir das brauchen, sollen wir es ihm sagen. Gehen wir doch einfach mal bei ihm vorbei, okay, Lucius? Wir rennen um die Wette. Wer jetzt erst beim Professor in St. Gemmes hat gewonnen. Ja gut, dann nichts wie los. Der Koto hat mir übrigens auch gesagt, wie ich seinen Panflam nennen soll. Das werde ich dann auch gleich machen. Ich habe mir allerdings immer noch keinen Spitznamen für mein erstes Pokémon überlegt, aber mal schauen. Wir haben hier auf jeden Fall unseren ersten Wild Encounter. Das ist ein weibliches Bibiza auf Level 2. Was sollte es auch anderes sein? Na gut, dann verknüpfen wir den halt schnell. Hier nur ein Bibiza. Wir können jetzt nicht allzu viel. Der macht mit dem Volltreffer 4 Schaden. Oh, bitte sehr. Erfahrungspunkte bitte. Und weiter geht's. Hallo Lucia. Ach, da bist du ja. Bitte komm mal mit. Der Professor wartet. Das ist es. Das ist unser Pokémon-Labor. Wir gehen einfach durch diese Tür und... Bums. Was zum... Oh, du bist es, Lucius. Dieser alte Mann. Er ist gar nicht unheimlich, aber er steht voll neben den Schuhen. Ach, was soll's, Lucius. Ich mach mich vom Acker. Bis dann. Wow, was war das denn? Du hast aber einen ungeduldigen Freund. Nun, wie dem auch sei, gehen wir hinein. Na, wen haben wir denn da? Du bist Lucius, nicht wahr? Schauen wir uns doch mal dein Pokémon an. Verstehe, ja. Dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Es war also kein Fehler, Panflam in deine Obhut zu geben. Würdest du ihm denn gern einen Spitznamen geben? Ja, das würde ich gerne. So, ich mache das hier mal mit Touchscreen, das geht nämlich wesentlich einfacher. Moment mal. Ach ja, genau, ich muss ja... Er hat mir ja genau gesagt, wie ich ihn nennen soll. So müssen wir anfangen. Er soll nämlich Wupan heißen. Eine Anlehnung an Sun Wukong und Pan für Panflam, Panpyro, Panferno, whatever. Passt für alle drei. So. Also bist du denn mit dem Spitznamen zufrieden? Ja, bin ich. Als ich euch dabei ertappte, wie ihr beide ohne Pokémon in das hohe Gras gehen wolltet, war ich schockiert. Da
dass Kinder immer so ungestüm sind. Aber du hattest mich schnell umgestimmt. So schnell entstand die Verbindung zwischen dir und deinem Pokémon. Es erfüllt mich mit Stolz, auf dich getroffen zu sein. Und sicherlich geht es deinem Panflam nicht anders. Deswegen möchte ich dich bitten, dich immer gut um Panflam zu kümmern. Es macht mich froh zu sehen, wie freundlich du zu dem Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, müsste ich... Oh, ich kann mir das gar nicht aussprechen. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Zunächst einmal möchte ich mich noch einmal vorstellen. Wie du weißt, lautet mein Name Aibe. Ich studiere Pokémon. Als erstes möchte ich genau wissen, welche Arten von Pokémon in Sinnoh leben. Um das herauszufinden, muss man mit Hilfe des Pokédex Daten sammeln. Und hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Kannst du damit Daten über die Pokémon in Sinnoh für mich sammeln? Ja, natürlich kann ich das. Gut geantwortet. Und wir kriegen den Pokédex. Dieser Pokédex ist ein Hightech-Gerät. Er speichert automatisch Daten aller Pokémon-Arten, auf die du triffst. Lucius, ich möchte dich bitten, überall hinzugehen und alle Arten von Pokémon in dieser Region zu finden. Ich habe auch einen. Als du zusammen mit deinem Pokémon über Route 201 gegangen bist, wie hast du dich da gefühlt? Ups, das war Professor Aibe, der das gesagt hat. Ich bin bereits 60 Jahre alt und bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich in der Nähe von Pokémon bin. Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt. Und das bedeutet auch, dass dich an unzähligen Orten Nervenkitzel erwartet. Und nun geh. Lucius, dein großes Abenteuer beginnt. Mein erstes Pokémon war Chillast. Hättest du dich für Route 201 für Chillast entschieden, dann hätten wir jetzt das gleiche Pokémon. Lüg nicht, wenn ich Chillast genommen hätte, dann hätte Barry Panflam genommen und du hättest Plinfer. Ich meine, deine Wahl war schon okay. Ich bin übrigens Lucia. Ich helfe dem Professor dabei der Erstellung des Pokédex. Wir beide, du und ich, wir sind uns so ähnlich. Ich bin nur ein paar Schritte voraus, das ist alles. Ich freue mich schon, dir das ein oder andere zu erklären. Es freut mich wirklich, dich kennenzulernen, Lucius. So, dann gehen wir doch mal raus. Lucius. Ich habe hier ein praktisches Item. Du solltest es mitnehmen. TM27 Rückkehr erhalten. Das ist eine technische Maschine. Sie hält die Attacke Rückkehr. Die Verwendung einer technischen Maschine oder TM bringt einem Pokémon sofort eine Attacke bei. Bedenke aber, dass eine technische Maschine nur einmal verwendet werden kann. Die Attacke Rückkehr gewinnt an Kraft, wenn sich die Freundschaft zwischen dir und deinem Pokémon verbessert. Es obliegt natürlich deiner freien Entscheidung, ob du sie einsetzen möchtest oder nicht. Ich überlasse die Entscheidung dir und wünsche dir eine Reise voller Abenteuer. Klasse, ich wusste gar nicht, dass der Professor technische Maschinen hat. Vielleicht war er in jüngeren Jahren selbst ein Trainer? Nun gut, Lucius, betrachte mich als deine Mentorin. Ich habe schließlich mehr Erfahrung als du. Außerdem bin ich die Assistentin des Professors. Mir nach. Yay, Tutorial-Musik. Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist das Pokémon Center. Pokémon, die im Kampf verletzt wurden, werden hier geheilt. In den meisten Städten findest du ein Pokémon Center. Das Gebäude mit dem blauen Loch, das ist dein Pokémon-Supermarkt. Dort kannst du Items und Medizin kaufen und verkaufen. Lucius, du fängst gerade erst an als Trainer, daher wirst du noch nicht viele Dinge kaufen können. Aber das sollte dich nicht stören. Oh, fast hätte ich es vergessen, Lucius. Musst du nicht deinen Eltern Bescheid geben, dass du Professor Aibe bei der Erstellung des Pokédex hilfst? Du wirst weit reisen, daher solltest du ihm Bescheid sagen, finde ich. Bevor du das tust, heile zuerst deine Pokémon im Pokémon Center. Damit wird dein Weg sicherer. Aber jetzt muss ich los. Mach's gut. Okay, ich bin mal gespannt, ob ich es überhaupt noch bis dahin schaffe, dass ich mein Pokémon fangen kann bei den ganzen Tutorials, die hier noch kommen. Ich hole mir jetzt aber erstmal das Gegengift hier. Ich kenne Sinnoh ja gut genug und ich weiß, wo die ganzen blöden Items hier rumliegen. Pokémon heilen muss ich jetzt nicht unbedingt. Ich komme ja schließlich, ohne durchs hohe Gras laufen zu müssen, zurück nach Zweiblattdorf heißt das Kaff, ne? Ja, Zweiblattdorf. So. Dann schauen wir doch mal bei Mami vorbei. Willkommen zu Hause, Lucius. Geht es dir und deinem Pokémon gut? Es ist mitten in der Nacht, ruhig doch etwas aus. Was ist denn, Lucius? Nein, Professor Aibe hat dir so eine wichtige Aufgabe anvertraut. Oh, Schatz, viel Glück. Ich stehe hinter dir. Oh, richtig, Lucius. Ich habe etwas für dich.
Wir kriegen ein Tagebuch. Das ist ein Tagebuch. Hier werden die Ereignisse eines jeden Tages aufgeschrieben. So kannst du immer nachlesen, was du zuletzt alles erlebt und getan hast. Wow, eine Reise voller Abenteuer. Ich beneide dich, Kind. Und du bist nicht allein, du hast Pokémon bei dir. Ich wäre so gerne an deiner Stelle. Ich mache nur Spaß, Schatz. Wirklich, Lucius. Ich bleibe hier und du gehst und genießt dein Abenteuer. Wenn du neue Dinge erlebst und neue Sachen lernst, dann bin ich auch glücklich. Aber komm ab und zu nach Hause. Denn ich würde gerne alle die Pokémon sehen, die du gefangen hast. Tut mir leid, aber ist mein kleiner Barry hier? Oh, nein, ist er nicht. Oh, dann ist er wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Der Junge rief nur, er würde zu einem Abenteuer aufbrechen und weg war. Er ist dickköpfig und rücksichtslos. Dabei wollte ich, dass er das hier mitnimmt. Mach dir keine Sorgen, Lucius wird ihm das bringen. Das machst du doch, nicht wahr, Lucius? Oh, wirklich? Das würdest du für mich tun? Dann bring das bitte Barry. Ein Paket. Mach's gut, Lucius. Genieß dein Abenteuer. Ich muss kurz überlegen. So wie ich meinen Jungen kenne, ist bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Bitte bring das meinem Barry. So. Ja, dann geht's doch mal los. Dann renne ich jetzt mal das Pokémon-Fang-Tutorial von Lucia. Und wir kriegen auch direkt das nächste wilde Pokémon. Ein Staraly. So. Dann darf der Wupan auch gleich mal wieder kämpfen. Das sollte auch der Kampf werden, indem er Level 7 erreicht. Wer fällt mir ein, ich habe noch gar nicht nachgeschaut, was unser Wupan überhaupt für ein Wesen hat. Das muss ich direkt mal nachholen. Erstmal ein Staraly weniger und Level 7 für Wupan. Ja, beide Angriffswerte und die Init sehen bis jetzt gut aus und er lernt Glut. Das ist sehr schön. Was hast du denn? Zaghaft, das ist ein neutrales Wesen. Okay, das ist ja weder gut noch schlecht. Gibt Besseres, gibt Schlimmeres. So. Einmal kurz im Pokémon Center vorbeischauen. Und ich muss mir immer noch überlegen, wie ich mir ein erstes Pokémon nenne, das ich mir jetzt gleich fangen will. Aber mal schauen. Oh, stimmt. Ich habe dir noch gar nicht gezeigt, wie man Pokémon fängt. Ich fange eines und du siehst genau zu, einverstanden? Na, was fängst du denn? Ein weibliches Bidiza. Erkennt man übrigens immer sofort, ob es männlich oder weiblich ist. Und zwar am Schwanz. Wenn das Bidiza drei Pummel da drin, also hinten dran hat, dann ist es ein Weibchen. Wenn es fünf sind, ist es ein Männchen. Kleiner Trick, wie man da sofort Männchen und Weibchen auseinanderhalten kann. So. Und da kommt dann auch schon der Pokéball. 20 Stück hast du dabei. Du kannst mir ruhig ein paar abgeben dann. Das Bidiza wurde gefangen. Siehst du, ist das nicht klasse? Eigentlich sollte man einem Pokémon noch mehr KP abziehen, als ich es getan habe. Zieh einem Pokémon so viel KP wie möglich ab. Dein Pokémon, das alle KP besitzt, ist schwer zu fangen. Oh, und wenn du Pokémon mit einer Attacke in Schlaf oder so versetzt, sind sie noch einfacher zu fangen. Nun dann, Lucius, für deinen Anfang schenke ich dir 5 Pokébälle. Dankeschön. Lucius verstaut Pokéball in der Pokéballtasche. Auf langen Reisen ist es sicherer, wenn du viel Pokémon bei dir hast. Außerdem ist es natürlich viel lustiger, wenn du Pokémon-Freunde dabei hast. Aber jetzt muss ich los. Bis dann. Oh, Moment. Ich muss da mal ganz kurz eine Aufnahmepause machen. Ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Und ich habe mir in der Zwischenzeit auch ein kleines bisschen
ja, Überlegzeit gegönnt, wie ich denn mein Pokémon, das ich jetzt fangen werde, nennen werde. Aber jetzt muss ich erstmal danach suchen. Ich habe zumindest schon mal eins gefunden. Jetzt muss es nur noch die richtige Fähigkeit haben. Sehe ich aber gleich, ob es die hat. Nee, du hast die richtige Fähigkeit nicht. Du sollst einen Bedrohung haben. Aber es war zumindest schon mal ein Männchen. Es muss nämlich ein Männchen sein, weil für den Spitznamen, den ich mir gerade überlegt habe, passt nur Männchen. Ich will kein Bidiza. Hau ab. Und Bidiza auch ein schönes Pokémon ist. Ist zumindest ein guter ein gutes VM-Opfer für den Anfang. Da haben wir noch ein Shinox, das ist aber ein Weibchen. Passt nicht für einen Spitznamen. Aber du hättest die richtige Fähigkeit gehabt. So, jetzt brauche ich nur noch ein männliches Shinox, das Bedrohung hat, und dann bin ich glücklich. Ups. Ich sollte im Gras bleiben. Wieder im Bidiza. Weibliches Shinox. Bei Shinox kann man übrigens auch immer sofort erkennen, ob es männlich oder weiblich ist. Nämlich an der Größe von dem Kamm. Ist der Kamm relativ klein, ist es ein Weibchen. Ist der Kamm etwas größer, dann ist es ein Männchen. Das ist ein Männchen. So, bitte Bedroher. Ja, ganz nett von dir. Jawohl, du hast einen Bedroher. Das ist sehr schön. So, dann können wir dich jetzt mit einem Kratzer kurz schwächen. So, bitte mach jetzt keinen Volltreffer. So, das reicht mit Schwächen eigentlich. Pokéball, Flieg! Aber natürlich reicht's nicht. Das machen wir doch gleich nochmal. Shinox ist jetzt auch nicht so schwer zu fangen. Ja, geht doch. Und ich habe ein männliches Shinox mit Bedroher. Das ist doch zumindest schon mal sehr schön. So. Diesem Shinox möchte ich einen Spitznamen geben, natürlich. Und weil er war zwar in Feuerrot schon einmal als Pokémon mit dabei, da hat er allerdings nie einen Auftritt gehabt. Das ist Chris. Oder auch Chrissy, whatever. Ich nenne ihn jetzt einfach Chris. So. Ich habe noch so 2 bis 7 Minuten. Wir haben ja so eine flexible Folgenzeit von 15 bis 25 Minuten. Ich werde hier an dieser Stelle jetzt aber einfach aufhören und noch ein klein wenig offscreen trainieren. Ich werde Chris noch bis Level 5 bringen und dann lasse ich Kotu weiterspielen. So, ich verabschiede mich hier jetzt schon mal. Ich lasse den Kotu auch genau hier raus. Nur wenn Kotu dann spielt, wird Chris bereits Level 5 sein. Ich verabschiede mich und bis dahin macht's gut.